Verehrte Damen, meine Herren, Ihnen will ich zunächst gratulieren, lieber Wolfgang Gerhardt, als ich gesehen habe, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung als liberale Stiftung zum Thema Gerechtigkeit nach Cottbus einlädt und das noch um 17 Uhr an einem Werktag. Da habe ich gesagt, also der Wolfgang Gerhardt, der hat Mut. Dass Sie alle so zahlreich der Einladung gefolgt sind, zeigt, dass manchmal der Mutige belohnt wird. Lieber Wolfgang Gerhardt, herzlichen Dank für die Einladung an mich, an uns alle zu dieser Veranstaltung. Meine Damen und Herren, soziale Gerechtigkeit, soziale Marktwirtschaft, die Themen hat Wolfgang Gerhardt mir vorgelegt für die Einleitung, die beschäftigen uns alle gemeinsam. Denn wer will in einem unfairen, in einem ungerechten Land leben? Das ist unser persönliches Gerechtigkeitsgefühl, das betroffen ist, wenn wir im Fernsehen hören, dass möglicherweise soziale Ungleichheit zunimmt, dass wir sehen, dass Unternehmer ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Das ist ein Thema, das die Talkshows von Will bis Illner seit Jahren entzündet. Ein französischer Autor legt ein Buch vor und vermisst neu die Ungleichheit in Deutschland. Schon gibt es eine riesige Diskussion in den Zeitungen. Ja, möglicherweise driftet unser Land weiter auseinander. Also die Frage der sozialen Gerechtigkeit, die beschäftigt uns alle, weil sie die Grundfrage einer jeden zivilisierten Gesellschaft ist. Die Zugänge aber zu dem, was gerecht ist und was als gerecht empfunden werden kann, die Zugänge unterscheiden sich. Und ich will Ihnen in den 20 Minuten, die Sie mir zugebilligt haben, lieber Wolfgang Gerhardt, 4 Punkte machen, von denen wir als Liberale glauben, dass sie Gerechtigkeit in unserer westlich orientierten Gesellschaft, in der sozialen Marktwirtschaft ausmachen. Erster Punkt. Ein Mensch braucht, damit er sich in unserer freien Gesellschaft entwickeln kann, was? Er braucht Bildung, also einen kulturellen Horizont, eine beruflich verwertbare Qualifikation. Übrigens oft unterschätzt, auch praktische Lebenstüchtigkeit im Alltag braucht man, um in der Gesellschaft, in unserer aufstiegsorientierten Gesellschaft, auch persönliche Chancen sich erarbeiten zu können. Und aus diesem Grund ist für uns als Liberale Bildung ein Bürgerrecht, wie der große Liberale Ralf Dahrendorf gesagt hat. Der spätere Lebensweg, beginnend vom ersten Bildungsabschluss über den Einstieg in den Beruf, der darf nicht abhängen vom Zufall der Geburt, in welche Familie, in welchem Landstrich, in welchem Stadtteil man geboren ist, ob die Eltern schon viele Generationen in Deutschland zu Hause waren oder vielleicht erst man selbst die Generation ist, die als Erste in Deutschland zu Hause ist. Also Bildungsgerechtigkeit, unabhängig von der familiären oder kulturellen Herkunft, das ist unser Leitwert, wenn es um faire Chancen geht. In Deutschland ist diese Bildungsgerechtigkeit mitnichten realisiert. Vor 40 Jahren hat man in Deutschland, ich habe Dahrendorf schon zitiert, gesagt, naja, das katholische Mädchen vom Land, da konzentrieren sich alle Benachteiligungen. Heute muss man eher vom jungen Mann ehemals aus dem Libanon sprechen, der in Berlin-Marzahn zu Hause ist, der theoretisch auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank werden kann, theoretisch. Theoretisch geht das für jeden in Deutschland, aber praktisch scheitert der schon bei der Rechtschreibung, scheitert der schon am Ende der Grundschule. Also ist Bildungsgerechtigkeit, unabhängig von der Herkunft, eine noch zu realisierende Aufgabe. Die wichtigste Voraussetzung, übrigens in Brandenburg nicht erfüllt, ist, dass in den Schulen überhaupt Unterricht erteilt wird und es nicht einen dramatischen Lehrermangel gibt. Die ganzen Gerechtigkeitstheoretiker, die uns immer erzählen, wie groß die soziale Ungleichheit ist, die hier in Potsdam regieren, sind ausgerechnet die, die bei der Frage der Bildungsgerechtigkeit in der Praxis ganz konkret versagen. Also, das muss realisiert werden. Da sind die Parteien am Sonntag in der Regel auch alle einer Meinung. In der Praxis unterscheiden sich die Wege. In einem Punkt gibt es aber mit Blick auf die Bildung einen Dissens, verehrte Damen, meine Herren, nämlich was den Weg angeht, um diese Bildungsgerechtigkeit zu realisieren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche unter
fairen Bildungschancen, vor allen Dingen möglichst große Gleichheit verstehen. In nahezu allen Bundesländern, egal wer regiert, Ausnahme derjenigen, wo die FDP in Mitverantwortung stand oder steht, gibt es so eine Tendenz zu mehr Gleichheit im Bildungssystem. Da werden die Noten abgeschafft, weil eine schlechte Note ja eine traumatisierende Erfahrung sein könnte. Das Sitzenbleiben soll abgeschafft werden. In Thüringen ist das schon soweit, von der Großen Koalition übrigens beschlossen. Zwischen Klasse 5 und Klasse 9 passiert die Versetzung automatisch. Man glaubt, den Kindern und Jugendlichen damit etwas Gutes zu tun. Aktuelle Umfragen sagen übrigens, die Betroffenen, also die Schülerinnen und Schüler selbst, die wollen das gar nicht. Sie haben eine große, jung zwar an Jahren, aber schon eine große Weisheit. Die sagen nämlich, naja, es kann ja nicht sein, dass ich mich anstrenge und der Sitznachbar tut nichts und erreicht das gleiche Ziel. Viele begreifen auch das Sitzenbleiben nicht als eine Strafe, sondern als eine zweite Chance, Defizite nochmal aufzuholen. Im Übrigen, meine Damen und Herren, ich halte Abitur für alle auch nicht für ein sinnvolles gesellschaftspolitisches Ziel in unserem Land. Wir brauchen auch qualifizierte Facharbeiter. Das ist auch Ehre und auch da kann man sich einen Wohlstand erarbeiten mit Fleiß und Einsatzbereitschaft. In Deutschland haben wir aber diesen fatalen Trend zu mehr Gleichheit, Einheitsschule ohne Note, ohne Sitzenbleiben. Die Spitze des Ganzen ist, dass jetzt in den Grundschulen, morgen wird in Nordrhein-Westfalen eingeschult, an vielen Stellen die Rechtschreibung jetzt vermittelt wird, nach dem Prinzip, haben Sie möglicherweise schon gehört, nach dem Prinzip, schreiben so, wie man hört. Schreiben so, wie man hört. Kommt das sechsjährige Mädchen, der sechsjährige Junge in die Schule, gibt es Diktat und dann wird, wenn der Vater mit F wie Friedrich und nicht mit V wie Viktor geschrieben wird, dann wird das nicht angestrichen. Das heißt dann auch nicht mehr Fehler. Wissen Sie, wie das jetzt genannt wird? Privatschreibung. Weil ich bin ja ein großer Freund von Privateigentum, von privater Verantwortung, von Privatautonomie, aber ich finde, bei der Privatschreibung hört es irgendwo auch auf. Da brauchen wir schon für alle gleiche Regeln. Seit einigen Jahren, Herr Thaddäus, wird das in Nordrhein-Westfalen praktiziert. Und jetzt gibt es die Ersten, die an die Hochschule kommen, die nach dem Verfahren die Rechtschreibung gelehrt bekommen haben. Und da schreibt, können Sie im Internet jetzt gleich bei stern.de nachschauen, dass ich hier richtig zitiere, kritischer Journalismus, live. Da gibt es in Bochum einen Professor, der bildet Lehramtsstudierende, die also später selber Lehrer werden sollen, aus. Und der hat zu Protokoll gegeben, dass von seinen Studierenden der größte Teil nicht mehr in der Lage ist, einen Aufsatz zu schreiben, ohne drei Sätze, in denen nicht ein Fehler vorkommt. Können nicht drei Sätze gerade ausschreiben ohne Fehler. Das sind diejenigen, bei denen eine falsch verstandene Pädagogik die kleinen Kinder schützen wollte vor der traumatisierenden Erfahrung des Rotstifts. Und die gleichen Kinder werden als junge Erwachsene genau diese Pädagogik verfluchen, weil sie ihnen nämlich Aufstiegs- und Bildungschancen vorenthalten hat, meine Damen und Herren. Bildungsgerechtigkeit kann man nicht durch Leistungsrelativierung erreichen. Im Gegenteil, es gehört eine Kultur der Anstrengung zu einem funktionierenden Bildungssystem auch dazu. Zweiter Punkt. Mein zweiter Punkt. Soziale Gerechtigkeit heißt für mich, heißt für Liberale, dass Menschen die Chance haben müssen, etwas aus ihrem Leben zu machen, dadurch, dass sie einen gut bezahlten und sicheren Arbeitsplatz haben. In Deutschland schaffen zu 70% der Arbeits- und zu 80% der Ausbildungsplätze, insbesondere mittelständische Betriebe, diese Chancen. Ich war gerade hier in Cottbus bei einem mittelständischen Betrieb aus dem Kfz-Gewerbe, Herr Schulze. Erfolgreich. Mein Großcousin Harald, den ich hier getroffen habe, habe hier familiäre Wurzeln in Cottbus, betreibt einen mittelständischen Betrieb, 6 Beschäftigten. Ja, ist ein Applaus wert, heute Unternehmer zu sein, Arbeitsplätze zu schaffen. Das sind diejenigen, die unsere Wirtschaft ausmachen, meine Damen und Herren. Harald Lindner und die Gebrüder Schulze und die vielen anderen, vielen tausend Unternehmen in Mittelstand und Handwerk, die Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen. Das sind nicht die großen Konzerne.
da sind nicht zumeist die, um einen anderen lokalen Akteur zu nennen, die Vattenfalls, bei allem Respekt für die großen Konzerne, ist der Mittelstand. Der Mittelstand braucht faire Rahmenbedingungen. Die großen Konzerne, wenn die Bürokratie ausgedehnt wird, na, die machen die Verwaltungsabteilung größer. In den kleinen Betrieben ist es der Inhaber selbst, der nicht Aufträge akquiriert, der nicht Produkte entwickelt, der nicht verkaufen geht, der nicht dafür Sorge trägt, dass das Unternehmen erfolgreich ist, weil er nämlich Anträge ausfüllen muss, Statistiken führen muss oder weil er mit zusätzlichen finanziellen Belastungen an seinem wirtschaftlichen Erfolg gehindert wird. Und deshalb, meine Damen und Herren, wer soziale Gerechtigkeit in Deutschland will, wer etwas für die Beschäftigten tun will, der darf nicht vor Gewerkschaftskongressen rote Fahnen aufhängen, der muss dafür sorgen, dass die mittelständischen Betriebe faire Chancen vorfinden und wir nicht nur eine Politik für die großen Konzerne machen in Deutschland. Dritter Punkt. Jetzt haben wir unseren Arbeitnehmer, der ist fleißig und der will sich etwas aufbauen im Leben. Und jetzt bin ich bei dem häufig diskutierten Punkt, verehrte Anwesende, der auseinandergehenden Einkommens- und Vermögensschere in Deutschland. Jetzt kann man über den Grad diskutieren. Nach meinem Eindruck wird das gelegentlich in den Medien etwas sehr vergröbert dargestellt, als die eigentlichen Statistiken hergeben. Aber da ist jetzt eine Fußnotendiskussion, die will ich Ihnen und mir hier heute nicht zumuten. Fakt ist, es gibt da eine Entwicklung. Die hängt aber insbesondere nach meiner Auffassung damit zusammen, dass für die fleißigen Leute, die im mittelständischen Betrieb tätig sind, den Facharbeiter, die Chancen enorm schwer geworden sind, selbst sich etwas aufzubauen. Über Jahre hat es in Deutschland keine vernünftige Lohnentwicklung gegeben, gab es nur sehr geringe Tarifabschlüsse, weil unser Land nicht international wettbewerbsfähig war. Jetzt steigen die Löhne endlich wieder. Und was passiert? Es ist vor allen Dingen der Staat. Es sind die Finanzminister, die von den Gehaltserhöhungen profitieren, weil unser Steuersystem nämlich nicht an die allgemeine Preisentwicklung angepasst wird. Über Jahre haben die Arbeitnehmer in der fleißigen Mitte unserer Gesellschaft Verzicht geübt und jetzt, wo es einen Aufschwung gibt, profitiert der Staat stärker davon als diese Menschen selbst und das kann ich nicht fair finden. Jetzt wäre der Zeitpunkt, den Menschen auch ihren fairen Anteil an dem erarbeiteten Aufschwung abzugeben. Es kommt hinzu, dass wir gegenwärtig, verehrte Anwesende, eine ganz große Umverteilung erleben. Eine ganz große Umverteilung. Und die große Umverteilung hängt damit zusammen, dass wenn Sie sich etwas erspart haben, Sie ja so gut wie keine Zinsen dafür bekommen. Das verdunstet einfach angesichts der niedrigen Zinsen bei der Inflation, die wir haben. Sind die ganz großen Vermögen nicht davon betroffen? Die ganz großen Vermögen können das diversifizieren, die haben dann Unternehmensbeteiligungen, ganz heißer Trend jetzt angesichts der Klimaschutzpolitik, man kauft Wald. Ja, also die ganz großen Vermögen, die finden ihre Anlagemöglichkeiten. Gekniffen von den niedrigen Zinsen, das sind wir, die wir hier sind, die wir uns etwas aufbauen wollen mit dem Ersparten. Das sind diejenigen, die in die Zange genommen werden durch die niedrigen Zinsen. Der Staat aber, meine Damen und Herren, der profitiert von den niedrigen Zinsen. In Potsdam und in Berlin, die Große Koalition, die nutzen die niedrigen Zinsen, um Schulden aufzunehmen, für die fast nichts mehr gezahlt werden muss. 1 Prozentpunkt höherer Zins alleine im Bundeshaushalt würde 13 Milliarden Euro zusätzliche Ausgaben von Wolfgang Schäuble bedeuten. 13 Milliarden Euro. Das nutzt er einfach, den niedrigen Zins. Da lässt sich dann gut mit wirtschaften. Und verstehen Sie, das ist die Umverteilung, von der ich spreche und die ich nicht gerecht finde. Die Politik hat alle Freiräume, alle Spielräume aufgrund der niedrigen Zinsen, um ihre Vorhaben zu finanzieren. Und es zahlen die Menschen, die sich eine private Altersvorsorge aufbauen wollen oder die sich etwas ansparen möchten. Und genau das ist nicht fair. Deshalb muss der Staat jetzt nach meiner festen Überzeugung, die niedrigen Zinsen wenigstens nutzen, um die öffentliche Verschuldung zu reduzieren, damit uns, wenn unser Erspartes verdunstet, nicht noch ein öffentlicher Schuldenberg auf die Schultern gelegt wird. Das wäre die Politik den fleißigen Menschen in Deutschland schuldig, meine Damen und Herren, und sie unterlässt es. Und ich nenne einen
vierten Punkt, damit ich im Zeitlimit bleibe, einen vierten Punkt, der für mich zur Gerechtigkeit gehört, neben den fairen Bildungschancen, den Chancen auf einen Arbeitsplatz, den Möglichkeiten, sich selbst etwas aufzubauen, indem der Staat uns ein Stück weit etwas lässt von unserer finanziellen Feuerkraft, die die Menschen sich erarbeitet haben. Der vierte Punkt betrifft jetzt etwas im größeren Maßstab die Frage der Gerechtigkeit des Systems, soziale Marktwirtschaft. Die Zustimmung zu dieser Wirtschaftsordnung, meine Damen und Herren, ist in den letzten Jahren massiv gesunken. Heute sagen 85% der Deutschen, die soziale Marktwirtschaft habe früher besser funktioniert. Die Menschen sagen das, obwohl wir so viele Arbeitsplätze haben in Deutschland wie kaum je zuvor und die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Nationen Gott sei Dank die niedrigste ist. Und trotzdem ist das Gefühl da, die soziale Marktwirtschaft funktioniert heute nicht mehr so wie früher. Womit hängt das zusammen? Es hängt damit zusammen, dass wir alle ja Zeugen geworden sind der internationalen Finanz, ich sage präziser Bankenkrise. Man hat den Eindruck gewonnen, naja, die gehen ins Risiko, weil sie hohe Gewinne erzielen wollen. Und wenn das Geschäft nicht aufgeht, dann springen wir ein, die Steuerzahler springt der Staat ein. Und in der Tat, das hat nichts zu tun mit meinem Verständnis von sozialer Marktwirtschaft oder um unsere Wirtschaftsordnung, die von Ludwig Erhard mal bei ihrem echten Namen zu nennen, mit dem Ordoliberalismus. Da steckt nämlich das Wort Ordo, also Ordnung, drin. Alles andere ist Wildwestkapitalismus. Denn wenn Banken beim Staat darum bitten, mit ihrem unser aller Geld gerettet zu werden, hat das mit sozialer Marktwirtschaft, mit Marktwirtschaft überhaupt nichts zu tun. Wenn Banken in ihren Bilanzen Staatsanleihen, zum Beispiel von Griechenland, haben und dafür nicht einen Euro Risikoabsicherung vorsehen müssen, weil die kreditsüchtige Politik mit den renditehungrigen Banken eine Allianz eingegangen ist, dann hat das mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun. Das ist überhaupt keine Marktwirtschaft. Das ist die Perversion von Marktwirtschaft, wenn die Risiken von allen übernommen werden und die Gewinne bei wenigen landen, meine Damen und Herren. Und deshalb ist die Konsequenz aus dem, was wir auf der Welt und in Europa gesehen haben, die Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung auch an den Kapitalmärkten wieder neu durchzusetzen. Und die Grundlage heißt, wer ins Risiko geht und einen Gewinn macht, dafür haben wir Respekt. Wer ins Risiko geht und Verluste macht und scheitert, der hat als ehrlicher Kaufmann auch dafür selber zu haften und darf die Last nicht bei anderen abladen, meine Damen und Herren. Das heißt soziale Marktwirtschaft. Ich bin deshalb nebenbei gesagt dafür, anders als die Parteiführung der FDP, als wir noch in Regierungsverantwortung waren, ich bin deshalb dafür, dass wir in unsere Verfassung neben die sogenannte Schuldenbremse noch eine zweite Regel aufnehmen, dass nämlich der Politik untersagt wird, Banken zu retten. Das hat unmittelbar eine Auswirkung, sage ich Ihnen. Die Auswirkung ist nämlich, dass die ganzen Spekulanten am Markt wissen, wir können nicht darauf spekulieren, dass dieses Institut, wenn es scheitert, doch von jemandem aufgefangen wird, weil am Ende durch ein Gesetz, durch eine Änderung in der Verfassung, die Eigentümer und Gläubiger einer Bank in Anspruch genommen werden und nicht die Steuerzahler, denn es ist eben eine Durchbrechung des Haftungsprinzips, dass auch nach der jetzt in Europa verabredeten Bankenunion die Sparer und Steuerzahler in Deutschland im Zweifel in die Mithaftung geraten für marode spanische Sparkassen, meine Damen und Herren. Das durchbricht doppelt das Verantwortungsprinzip, das nämlich zwischen Eigentümer und Gläubiger und das Verantwortungsprinzip, dass jeder Staat bitteschön für die Banken in seinem Gebiet selber zuständig sein soll und nicht die Belastungen auch bei anderen Staaten abliefern darf. Meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, das Modell von Gerechtigkeit, das ich Ihnen vorgetragen habe, geht vom Einzelnen aus. Das ist kein klassenkämpferisches Konzept. Es ist im Grunde das Modell der sozialen Marktwirtschaft, wie wir das in Deutschland über Jahre und Jahrzehnte im Westteil erfolgreich erprobt haben. Es setzt auf Menschen, die Freude an den Ergebnissen ihrer eigenen Schaffenskraft haben, die sich etwas aufbauen wollen. Es setzt auf einen Staat, der sich darauf konzentriert, klare Regeln zu haben und diese durchzusetzen, aber nicht auf einen Staat,
der Gerechtigkeit dadurch herstellen will, dass er jedem Menschen ein Taschengeld austeilt und dann sollen die Bürgerinnen und Bürger bei der Politik auch noch Danke dafür sagen. Das ist nicht unser Modell einer liberalen, einer freien und fairen Gesellschaft. Es ist aber auch nicht unser Modell von Bürgerinnen und Bürgern, weil wir nämlich an Bürgerinnen und Bürger glauben, die stolz auf ihre eigenen Ergebnisse sind, die gerne arbeiten, die gerne etwas aufbauen wollen und die willens und in der Lage sind, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und die nicht in einer Bevormundungsgesellschaft leben möchten. Das ist unser Modell und ich bin mir sicher, auch wenn es gegenwärtig manchmal Gegenwind gibt, weil der Zeitgeist in einer anderen Richtung bläst, ich bin mir sicher, in Deutschland gibt es viele und auch noch immer mehr Menschen, die diese bürgerlichen Tugenden nicht aufgeben wollen. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus